wunderschönen guten Tag wünsche ich dir zu diesem ganz spontanen Vlog. Ich sitze gerade hier, wie man sieht, im Garten. Bin alleine zu Hause mit Anastasia und ja, sie liebt es, im Garten zu spielen. Deswegen habe ich sie eingepackt in ihr Schlechtwetter-Outfit, weil heute ist so ein bisschen schwierig das Wetter. Siehst du das? Also ist es ab und zu mal sonnig, kommt es aber nur ganz kurz raus, aber ansonsten windig. Vielleicht hörst du das. Und wolkig. Und eben hat es auch schon geregnet. Aber das Wetter hält sie nicht auf. Anastasia liebt es, im Garten zu spielen und zu planschen im Sandkasten. Und Wasser hat sie da auch noch. Ja, die süße Maus. Und ich sitze einfach hier und schaue ihr dabei zu und genieße mein Mama-Dasein. Anastasia, wie nimmt man den Eimer? Hier oben, guck mal. Hier, so nehmen, ja? Ja, super. Das ist das ganze Wasser raus. Müssen wir neu reinmachen. Komm, und stellen wir hier hin. Wassermarsch. Das reicht. Das ist zu viel. Dann wird es auch zu schwer. Ist für Mami? Ja, super. So kann man den Eimer tragen. Ja. Oh, nee, Anastasia, wie trägt man den Eimer? Komm, stell noch mal hin. Komm, wir stellen noch mal hin. So, hier, Anastasia, da. Da trägt man den Eimer. Ja? Nein? Macht Mami das falsch? Bist du sicher? Da ist noch genug Wasser drin. Brauchen wir noch nicht Nachschub. Da ist noch genug drin, mein Schatz. So beschäftigt bist du mit der Gartenarbeit. Ich habe Anastasia jetzt direkt einmal gebadet und Bettchen fertig gemacht. Das ist so süß. Kleine Kinder, die lieben das ja mit Sandkasten, Sand, Wasser. Das ist immer das Highlight. Und wenn sie danach so richtig zermanscht aussehen, dann hatten sie einen richtig tollen Tag. Ich liebe das, wenn meine Kinder dann auch wirklich, ja, auch ein bisschen durchfroren sind. Du hast gesehen, ich habe ja die Ärmel hochgemacht. Aber sie hat, wie gesagt, gerade nochmal richtig schön warm gebadet und dann ging es ihr richtig gut. Ich bin jetzt beschäftigt mit dem hier. Siehst du das? Das Chaos im Hintergrund. Ich räume das jetzt einmal auf. Du siehst auch ein bisschen Partydeko. Warte mal, ich zeig's dir mal von hier. Dann siehst du auch diese Zahl, die 12. Ja, Johann hat heute ein bisschen seinen Geburtstag gefeiert. Nachgefeiert. Auf Instagram, in meiner Insta-Story, hatte ich dich so ein bisschen dabei mitgenommen. Da konntest du auf jeden Fall sehen, was wir so für Johann vorbereitet haben. Ja, er ist jetzt schon ein großer Junge. Das ging jetzt alles so schnell und ich war auch schon wieder so... Vor 12 Jahren habe ich ihn geboren. Da war er noch ein Baby. Und jetzt ist er einfach 12. Fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Und ja, Justus war mit seinem Kumpel, also er hatte eine kleine Party auswärts, nicht hier zu Hause, sondern sie haben woanders gefeiert. Und da haben sie offensichtlich Pizza gegessen, denn sie haben hier die Reste mitgebracht. Weiß nicht, ob jemand Lust hat. Sieht auf jeden Fall nach einer sehr großen XXL-Pizza aus. Der Rest,
der ist noch übrig geblieben. Kann man noch mal warm machen, kann man noch mal essen. Aber zu Mittag gab es heute schon McDonald's Fast Food. Das ist auch mal das Beste für die Kinder. Und einen Zitronenkuchen hatte sich Johann gewünscht. Spülmaschine. Einmal. Habe ich dir schon gezeigt? Wir haben eine neue Spülmaschine. Ja, unsere alte war ja noch die vom Vorbesitzer des Hauses. Die war ja noch eingebaut gewesen. Damals hatten die schon selber gesagt, ja, die ist nicht mehr so, funktioniert nicht mehr so ganz, wird nicht alles so sauber. Und da haben wir noch gesagt, naja, solange es noch läuft, lassen wir es natürlich drin. Aber jetzt hat sie wirklich den Geist aufgegeben, deswegen haben wir jetzt eine neue drin. Die alte ist nämlich auch schon so ausgelaufen und alles und hat uns hier Parkett kaputt gemacht. Da muss man richtig aufpassen, gerade so mit Parkett in der Küche. Ist sowieso nicht die beste Entscheidung. Das haben wir jetzt auch nicht gemacht in unserem Architektenhaus. Aber wenn es dann auch noch ausläuft, ist es natürlich richtig doof. Aber die neue hier ist toll. Also damit sind wir sehr zufrieden. Räumen wir jetzt erstmal aus, die frischen Sachen. Hast du denn noch Hunger, Justus? Nein, danke. Nein? Aber ich glaube, ich mache mir noch was. Denn ich hatte keine Pizza zum Abendbrot. Ja, mitgebracht. Ja, aber ich habe auch keine Lust auf Pizza. Ich glaube, ich mache mir gleich Edamame richtig schön. So zum Snacken. Gesunder Snack zum Abend. Du hast ja mein Baby im Blick, ne, Justus? Ja, mein Schatz. Wo ist denn mein Baby? Oben. Oben? Willst du nicht mal nach oben gehen, Justus, mal gucken? Sie spielt da gerade so schön. Justus, bitte. Ja, ich gehe. Kommt Justus und macht die gleich, das Baby, hat keine Lust drauf aufzupassen. Okay, ich muss zugeben, Anastasia ist im Moment ein bisschen... Wie sage ich das jetzt? Also im Moment ist sie nicht so der Engel, den man eigentlich so von ihr kennt. Aber sie ist entschuldigt, weil sie kriegt gerade wohl offensichtlich schon wieder Zähne. Ich habe letztens in ihren Mund geguckt und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass sie einfach 3 Backenzähne bekommen hat. Unten 2, oben links einen. Und ich habe mich gefragt, wo sind die denn hergekommen? Was ist das denn passiert? Und jetzt scheint sie aber wieder irgendwas mit den Zähnen zu haben. Ich glaube, der 4. Backenzahn kommt gerade. Das macht ihr doch ein bisschen zu schaffen. Deswegen, ja, sind die Nächte aktuell nicht ganz so. Und sie ist auch nicht so gut gelaunt. Da hilft immer Ablenkung. Also zum Beispiel nach draußen gehen. Sie liebt es einfach draußen zu spielen. Das hilft immer. Das ist immer so eine super tolle Ablenkung. Einfach in den Garten oder spazieren gehen. Das ist auch immer ganz viel los. Oder auch baden, was ich eben auch gemacht habe mit ihr. Das ist auch immer toll. Sie liebt es zu baden und dann freut sie sich. Oder auch essen. Auch wenn sie im Moment nicht so viel isst. Gerade wenn sie zahnen, dann essen sie nicht. Also es landet nicht so viel im Bauch, aber trotzdem anbieten. Und zum Beispiel so eine Gurke. Und dann kann sie dran rumkauen. Oder Radieschen hatte ich hier gegeben, das fand sie auch richtig toll. Ist ja auch die ganze Zeit drauf rumgekaut. Soll ich dir was zu trinken machen? Nein, danke. Auch nicht? Was ist denn los, mein Schatz? Kannst du dann bestimmt mal nach oben gehen, nach meinem Baby gucken? Du kannst auch oben sitzen, auf dem Sofa. Du musst ja gar nichts groß machen, nur einmal präsent. Ja, wo ist er? Ich gucke, falls sie irgendwas... Ja. Sie spielt mit den Murmeln. Ja, irgendwann am Abend ist auch die Luft raus, ne, von den Eltern. Da will man auch mal so ein bisschen sich einfach nur hinsetzen aufs Sofa. Das gönne ich meinem Mann auch. Er war ja auch die ganze Zeit jetzt mit den Jungs unterwegs. Und hat dann mitgespielt mit diesem Spieleland da, was wir gebucht haben für Johann. Hier. Hatte ich dir letztens von erzählt, diesen Schaber in Lila habe ich mir jetzt geholt, 2 Stück. Finde ich super toll, also egal ob für meine Küchenmaschine, für den Thermomix oder eben zum Backen. Habe ich heute auch benutzt für meinen Zitronenkuchen. Spülmaschine wieder einräumen, macht mir tatsächlich Spaß. Diese Ordnung, man weiß, wo was hingehört, man hat immer dieselbe Ordnung dabei. Beruhigt mich am Abend. Es gibt ja ein großes Thema bei uns, oder mehrere große Themen in diesem Jahr. Und eins davon ist ja Elisas Einschulung. Und da wollte ich dich mal auf den laufenden Stand halten, weil wir uns ja die ganze Zeit nicht so sicher waren, machen wir das ja oder nein. Und dann hatte ich dir ja letztens einen Blog gemacht, dass wir es machen. Aber
Es ist ja nicht so ganz die Entscheidung der Eltern, also zum großen Teil natürlich schon, aber da stehen halt auch noch ein paar Prüfungen an. Unter anderem eben natürlich die Einschulungsprüfung oder das Einschulungsgespräch oder wie nennt man das. Auf jeden Fall musste Elisa zur Schule und dort mit der Direktorin sprechen, alleine. Ich durfte nicht mit dabei sein. Du kennst mich, ne? Du weißt ja, wie aufgeregt ich bin. Und ja, ich war auch sehr, sehr aufgeregt deswegen. Und dann saß ich also draußen und wusste nicht so genau, was drin passiert, obwohl ich das natürlich schon mal gemacht habe mit Johann und Clara. Das muss ja jedes Kind machen, ne? Nicht nur die, die Kleinkinder sind, sondern alle müssen ja einmal dieses Gespräch führen. Und es lief ganz gut. Ich bin sehr stolz auf dieses kleine Mädchen. Sie hat das wohl ganz, ganz toll gemacht. Die Direktorin hat es mir dann zum Schluss auch erzählt, was sie gemacht hat. Sie kennt mich natürlich auch schon. Es ist ja dieselbe Schule, wo Johann und Clara hingehen. Und da werden halt auch schon richtige Sachen geprüft. Also das war dann nicht nur ein nettes Geplänkel, ein nettes Gespräch, sondern Elisa muss dann auch richtig was machen. Ne? Also sie wurde da geprüft auf, ich glaube, Schwungübungen musste sie machen. Das, was wir eigentlich auch schon zu Hause immer mal wieder gemacht haben. Das kennt sie eigentlich auch schon so, dass sie einfach diese Sachen nachmalt. Das war kein Problem für sie. Dann musste sie aber auch noch Silben klatschen. Und das finde ich schon viel. Also finde ich schon heftig. Das haben wir natürlich nie vorher gemacht. Aber das hat sie wohl auch richtig gut gemacht. Da war die Direktorin auch ganz begeistert von. Und sie meinte, ja, Elisa hat das richtig gemacht. Obwohl sich gerade bei diesen Silbenklatschen viele Kinder sehr schwer tun, weil sie eben ja, denken, sie müssten was mitklatschen. Zum Beispiel bei dem Wort Pferd ist es ja eigentlich nur eine Silbe, also Pferd. Aber viele Kinder klatschen Pferd, also Pferd oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall hat sie mir das so erklärt. Okay, ich gucke jetzt gerade nach und es heißt Schuleingangsuntersuchung. Jetzt haben wir auch das richtige Wort dafür. Dann hat die Lehrerin auch noch geprüft, ob Elisa schon die Stifthaltung beherrscht. Das war ja etwas, worauf ich sehr geachtet habe. Und da kann ich auch den Tipp geben für alle Eltern, weil bei Johann und Clara war uns das auch schon wichtig, dass sie so ein bisschen vorbereitet werden auf die Schule. Aber auf die Stifthaltung hatten wir da zum Beispiel nie geachtet. Und das ist echt wichtig. Also Clara konnte auch schon Buchstaben schreiben und so, aber ja, sie hat den Stift halt so gehalten, wie sie es für richtig hielt. Und eigentlich muss man den aber schon so halt halten. Naja, also man muss ihn schon richtig halten, sodass er eben auch in der Kuhle liegt. Ne? Wie schnell hält man da den Stift? Aber ich glaube, viele Erwachsene machen das ja auch nicht richtig. Also ich glaube, ich halte den Stift auch nie richtig. Ich habe jetzt hier keinen Stift, ich habe jetzt nur diesen... was ist das? Das lässt ja immer mal mit seinem Kram liegen. Also so hält man ja den Stift, der muss jetzt wirklich hier drin liegen und dann muss man den hier mit drei Fingern festhalten und viele halten ihn halt auch nur so, ne? Dann liegt er gar nicht hier drin, sondern hier und da hat man zum Beispiel dann später Schwierigkeiten, wenn man zum Beispiel mit dem Füller schreiben möchte, weil das kratzt dann extrem mit der Spitze so hier vorne. Also da habe ich zum Beispiel schon darauf geachtet bei Elisa und ja, war wohl ganz gut, also sie hat das gut gemacht. Achso, ich wurde auch noch geprüft, stimmt. Das ist ganz lustig. Also ich musste einen Bogen ausfüllen über Elisa, quasi ja, wie ich sie einschätze oder wie sie sich macht. Zum Beispiel beim Spielen, wie lange kann sie spielen, also wie lange kann sie sich konzentrieren aufs Spielen. Sind es 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten oder nee, ich glaube 15, 30 oder über eine Stunde. Und dann auch das Thema Basteln, wie lange sie sich quasi konzentrieren kann. Und ja, im Nachhinein, da habe ich mich so geärgert über mich selber, habe ich eigentlich viel zu kurz eingetragen. Also ich habe irgendwie, glaube ich, nur so 30 Minuten bei ihr eingetragen, obwohl das natürlich totaler Schwachsinn ist. Also Elisa kann ja viel länger alleine basteln oder sich beschäftigen oder spielen oder was auch immer. Oh, das war so komisch, dass ich mich so selbst über mich geärgert habe, dass ich mein Kind da falsch angekreuzt habe. Aber das war letztendlich nicht wirklich wichtig, was ich da angekreuzt habe. Ich glaube, ich sollte als Mutter eben mal so ein bisschen beschäftigt werden, während mein Kind da drüben mit der Direktorin das Gespräch hatte. Also diesen Teil der Untersuchung hatte Elisa auf jeden Fall super gut gemacht, aber das war noch nicht alles, denn da wurde ja quasi nur geprüft, wie sie alles so gut aufnehmen kann, was sie schon alles gut kann und so.
Und die Direktorin meinte eben, dass noch ein Teil zur Schuleingangsuntersuchung gehört, dass sie sehen möchte, wie die Kinder, die ganzen Kann-Kinder, untereinander, miteinander interagieren können. Und deswegen hat sie zum Schulspiel eingeladen. Da waren dann alle Kann-Kinder für dieses Jahr eingeladen und das waren echt ein paar. Also da war ich überrascht. Ich dachte immer, das wäre sowas nicht Übliches. Aber es scheinen viele Eltern so zu machen, dass ihre Kinder als Kann-Kind schon einschulen. Und Elisa war eben mit dabei und das war ganz locker flockig. Also Elisa hat dann ihre Trinkflasche mitgenommen. Musste ich sie auch wieder da in der Sporthalle in der Schule abgeben. Nach einer Stunde wieder abholen und dann hat Elisa ganz freudig erzählt, was sie gemacht haben, dass sie sich melden mussten. Das ist ja was ganz Spannendes so für Kindergartenkinder, dass sie anfangen müssen, sich zu melden, bevor sie was sagen. Und ja, hat alles super geklappt und heute haben wir den Brief bekommen. Da war ich auch wieder so aufgeregt, obwohl die Schuldirektorin schon meinte, sie werden alle wahrscheinlich einen Brief von mir bekommen. Und in dem Brief steht, Trommelwirbel, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Tochter Elisa im Sommer eingeschult werden kann. Die Einschulungsuntersuchungen sind somit abgeschlossen. Auch wenn ich es schon im Gefühl hatte, oder wir alle schon so im Gefühl hatten, ist es schriftlich immer, okay. Ja, sie darf auf jeden Fall eingeschult werden. Also was mich irritiert hat, war noch der letzte Satz, dass die Einschulungsuntersuchungen somit abgeschlossen sind, weil wir eigentlich noch einen Termin haben, nämlich beim Schularzt. Das kennen auch alle Eltern, die ihre Kinder schon mal eingeschult haben. Da muss man noch zur Schuluntersuchung bei einem Arzt und der guckt dann eigentlich noch mal drüber. Und jetzt war ich überrascht, weil eigentlich haben wir auch schon einen Termin für die Untersuchung. Aber was heißt jetzt dieser letzte Satz? Müssen wir da noch nicht mehr hingehen oder hat das damit nichts zu tun? Also ich denke schon, dass wir trotzdem zum Schularzt müssen. Den kenne ich auch schon natürlich durch Johann und Clara. Er ist ein sehr guter Arzt, wenn es derselbe ist, den ich bei Johann und Clara hatte. Er konnte die Kinder so gut einschätzen. Also bei Johann, alles was er gesagt hatte, war wirklich, wirklich gut eingeschätzt. Obwohl er ihn ja nur quasi, wie lange hat die Untersuchung gedauert? Ich weiß nicht, Viertelstunde? Nur so kurz gesehen hat, aber ja, er konnte schon sagen, bezüglich Konzentration, bezüglich Stärken, Schwächen, hat er echt alles sehr auf den Punkt gebracht, auch bei Clara, also hat mich sehr beeindruckt und da bin ich ganz gespannt, was er zu Elisa sagen wird. Schönes Ding. Habe ich ihn dir schon gezeigt? Da. Hier steht er, mein neues Schätzchen. Die Tiefkühltruhe, die Justus gekauft hat, ist auch schon reichlich befüllt, wie du siehst. Ja, das ist schon komplett voll mit leckersten Leckereien. Diesen Reiskeks, den ich dir gezeigt habe, ganz viel noch von Opa, diese Bienen. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Fladen, genau, Fladen. Tiefkühlgemüse, ganz klar. Edamame. Das nehme ich mir jetzt auch mit. Das ist das Einzige, was ich abends essen kann. Ohne schlechtes Gewissen. Aber ich esse trotzdem auch alle anderen Sachen. Cookie kann sich nicht entscheiden, ob sie raus will. Loki ist nämlich schon vorgelaufen. Huch, da ist er auch schon wieder. Ja, dann will sie auch nicht mehr raus. Sie wartet meistens sowieso nur auf ihn. Sind nämlich ein richtiges Liebespaar, auch wenn die Liebe ein bisschen einseitig ist. Cookie liebt Loki über alles. Aber Loki könnte auch ohne Cookie. Eigentlich eine sehr, sehr tragische Liebesgeschichte zwischen den beiden. Als wir die beiden genommen hatten, da wurde uns eben gesagt von den Vorbesitzern, dass die beiden sich super gut verstehen, dass sie immer quasi aufeinander liegen und ja, nicht ohne einander können. Und deswegen haben sie natürlich auch zu zweit genommen. Aber so im Nachhinein haben wir das Gefühl, nee, also irgendwie... Es ist alles sehr einseitig, ne? Aber trotzdem schön, dass die beiden sich haben. Das ist ja immer schön. Man denkt ja eigentlich, Katzen sind Einzelgänger. Aber tatsächlich freuen sie sich auch über so einen Gumpel. Wie ich Edamame mache, habe ich dir eigentlich schon mal gezeigt. In einem Vlog habe ich sogar ein Rezept dazu geschrieben. Ich mache immer viel, also diese kleinen Mini-Portionen, die man in Restaurants kriegt. Na, nee. Also ich will ordentlich satt davon werden, das ist ja meine Abendnascherei.
Und Justus isst ja meistens auch noch mit. Er mag das auch gerne, so wie ich das zubereite. Wir brauchen Meersalz, Ingwer, Sternanis und Lorbeerblätter. Das ist meine perfekte Gewürzmischung. Es gibt noch bestimmt andere Sachen, die man da so reinhauen kann, aber damit schmeckt es richtig gut. Ingwer-Scheiben, ich bin da immer nicht so zimperlich, also ich mache da immer ordentlich rein. Eigentlich reichen so 2 Scheiben Ingwer. Ich mache das auch immer mit Schale, da sind da auch immer viele Aromen noch drin. Dann Meersalz. Das ist das Einzige, was daran Geschmack macht. Deswegen würde ich daran jetzt auch nicht sparen. Also ruhig 2 gehäufte Teelöffel. Nee, Esslöffel. 2 gehäufte Esslöffel. Sternanis. Lorbeerblätter. Das war's. Deckel drauf. Ich lasse das ja immer ziemlich lange vor sich hin kochen. Ich mag das gerne, wenn die Edamame schon richtig weich ist und durchsaftet ist von dem Sud, was ich hier selbst gemacht habe. Deswegen lasse ich das 20 Minuten kochen, tatsächlich. Also normalerweise, das, was so in den Restaurants ist, da ist das nur super kurz gekocht. Ein paar Minuten nur, vielleicht 6-7 Minuten. Aber das ist mir immer alles viel zu knackig. Das mag ich nicht vom Geschmack her. Tada! Meine Edamame ist fertig. Hier hat Justus schon eine gegessen. Ich habe es gebacken. Der Rest ist für mich. Nein, wir gucken jetzt zusammen unsere Serie und werden das auffuttern. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.